So, herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu unserem heutigen DZ-Bank-Webinar Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Wir haben schon wieder 19 Uhr und ja, mein Name ist Markus Landau und ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit uns die nächste Zeit oder die nächste Stunde vielmehr zu verbringen und hoffentlich spannende Eindrücke mitzunehmen und die ein oder andere Trading-Strategie auch für Sie vielleicht ja, umzusetzen, anzuwenden. Ja, ich möchte ganz herzlich heute Dirk Oppermann und Armin Kremser bei uns begrüßen wieder, unsere technischen Analyseprofis. Und ja, ich bin wieder gespannt oder wir schauen mal, was ihr heute wieder für uns im Gepäck dabei habt und Spannendes zu den unterschiedlichen Märkten zu sagen habt. Und ich möchte Ihnen jetzt gleich zeigen, was bei uns wieder auf der heutigen Agenda steht. Ich meine, die erste Seite, die kommt den regelmäßigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ja schon bekannt vor. Sie kennen das, die Überschrift The Big Picture. Und wir haben da zwei Parts. Und den ersten Part oder die erste Sektion übernimmt der Armin mit der technischen Analyse zum DAX und Co. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, was er da zu sagen hat. Die letzten Tage waren ja ein bisschen turbulenter. Der zweite Part dann von Dirk übernommen. Währung, Renten, Rohstoffe, die anderen Assetklassen. Trading-Strategie gibt es wieder zum DAX und Fragen versuchen wir wieder zwischenzeitlich oder zwischendurch oder am Ende dann zu beantworten. Aber bevor es dann wirklich spannend wird, wieder die rechtlichen Hinweise, die ich Ihnen vorlesen muss, dass das Webinar eben sich an kundige Selbstentscheider richtet mit Erfahrung in Hebelprodukten und dass die im Webinar besprochenen Produkthinweise zu den Hebelprodukten nur als Demonstrationszwecke zu sehen sind und keine Empfehlung darstellen. Und was natürlich auch klar ist, die Risiken bei den Hebelprodukten sollten auch klar sein. Und zwar ist das Totalverlustrisiko, das da immer ja, entstehen kann und das Ausfallrisiko des Emittenten. Das bedeutet, sich den Emittenten da immer nochmal genau anzuschauen, wo man da ja, sein Produkt kauft und immer abhängig davon auch, wie lange man es gedenkt zu halten. Wenn es da um ein, zwei, drei Tage geht oder kurze Horizonte, dann ist es weniger oder nicht vielleicht ganz so wichtig, wie wenn man etwas länger beabsichtigt zu halten. Ja, und dann sind wir schon beim ersten Tagespunkt und ich denke, der Armin hat sich schon warm gelaufen und beginnt dann mit dem ersten Part, DAX und Co., die Analyse. Und ich gebe ab an dich, Armin, du kannst loslegen und ich melde mich dann wieder, wenn es darum geht, die passende Strategie auf den DAX zu finden. Ja, dann hole ich mir gerade mal die Moderatorenrechte. Schönen guten Abend in die Runde. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Webinar. Kurz zur Agenda. Ich werde wie immer mit dem Aktienmarkt beginnen. Natürlich dabei den US-Markt besonders herausstellen und im weiteren Verlauf wird dann der Dirk sich um den Rentenmarkt, die Währungsentwicklung und die Rohstoffentwicklung kümmern. Jetzt gehen wir natürlich gleich in Medias Res und ich werde jetzt mit dem S&P 500 anfangen, wie Sie das gewohnt sind von mir. Und da haben wir ja in den letzten Wochen eine sehr, sehr interessante, spannende Entwicklung gesehen. Zunächst einmal haben wir einen mittelschweren, möchte ich mal sagen, Crash erlebt. Von der Spitze zum Tief etwa 12% verloren. Diese ganze Bewegung ging im S&P 500 bis exakt auf die 200-Tage-Linie, wie Sie hier erkennen können. Und ja, dann haben wir zunächst einmal eine relativ dynamische Erholungsbewegung gesehen. Und was wir auch schon im letzten Webinar gefordert haben, die Herausbildung eines zweiten Abwärtsbeins, bevor es dann hier weiter nach oben geht. Denn es ist ja einfach schwer vorstellbar, dass nach so einer harschen Verlustwelle die Märkte sich tatsächlich dann V-förmig erholen und sofort auf neue Hochs gehen. Deshalb also hier relativ normal die Herausbildung eines zweiten Abwärtsbeins. Und das ist bislang ja, genau zwischen das 50% und 61,8% Fibonacci Retracement der ganzen Stabilisierungsbewegung gelaufen. Was Sie hier auch herauslesen können aus diesem Chart, dass dieses zweite Abwärtsbein fast exakt auch auf der langfristigen Aufwärtstrendlinie aufgesetzt ist, im Bereich um etwa 2650 Punkten. Also alles momentan bis jetzt ganz lehrbuchartig, relativ schulmäßig und insofern hier durchaus also eine Chance zum Einstieg. Schauen wir uns das Ganze nochmal hier im Zoom an. Da können wir erkennen, dass mit Herausbildung dieses zweiten Abwärtsbeins die Handelsvolumina auf einem deutlich niedrigeren Niveau liegen als hier zum Crash-Tief am 9. Februar. Das bedeutet also insgesamt auch hier einen nachlassenden Abwärtsdruck und insofern passt das alles hier relativ gut zusammen momentan.
Ich möchte noch mal rekapitulieren, wie so normale Crashs ablaufen von der Anatomie her. Ich hatte Ihnen im letzten Webinar vor 14 Tagen auch dazu drei Charts vorgestellt. Die möchte ich jetzt einfach noch mal zeigen. Aber ich habe die Beschriftung rausgenommen, dass man es einfach hier schöner sieht. Zum einen hier der Flash Crash vom Mai 2010. Da haben wir auch eine relativ dynamische Stabilisierungsbewegung gesehen. Aber dann im weiteren Verlauf hat es noch etliche weitere Wochen benötigt, bis dieser Crash letzten Endes auskonsolidiert war und der Markt dann wieder long war. Ähnlich gilt das für den Crash oder für die crashartige Verlustbewegung von 2011. Da gab es eine Sorge der Marktteilnehmer, dass die Konjunktur sich eintrüben würde und entsprechend ging es hier kurz und knackig nach unten. Und auch hier haben wir nach der ersten Stabilisierungsbewegung nochmal ein zweites Abwärtsbein gesehen, beziehungsweise hier haben wir sogar mehrere Auf- und Abwärtsbeine gesehen. Also jeder Crash ist durchaus natürlich unterschiedlich in der konkreten Ausprägung, aber vom groben Schema her durchaus gibt es eben viele Ähnlichkeiten. Hier in diesem Fall haben wir das erste Crash-Tief nochmal marginal unterschritten, aber dann war es eine sehr gute Kaufgelegenheit und es ging im Anschluss weiter nach oben. Und dann haben wir noch den Doppelcrash von 2015 bzw. 2016, wo wir auch sehr, sehr dynamisch nach unten gefallen sind, eben auch crashartig und dann auch hier ein zweites Abwärtsbein jeweils herausgebildet wurde. Im ersten Fall, das können Sie hier sehen, das war im Sommer 2015, war also dieses zweite Abwärtsbein auch deutlich oberhalb des Crash-Tiefs, etwa ähnlich wie wir es im aktuellen Fall hatten. Und danach hatten wir also eine schöne Rallye. Wie gesagt, diese zwei Abwärtsbeine, die sollten idealtypischerweise einige Wochen auseinanderstehen. Und insofern haben wir die Bedingung auch aktuell erfüllt, sodass ich eigentlich davon ausgehe, dass wir jetzt ja eine Kaufgelegenheit, eine Einstiegsgelegenheit am Markt haben. Habe das mal hier skizziert anhand des Dow Jones Index. Momentan stehen wir etwa 14 Handelstage auseinander und hier sollte sich die Aufwärtsbewegung jetzt fortsetzen. Bis jetzt also wurde der Crash sehr, sehr konstruktiv verarbeitet. Ich habe im Alternativszenario mal hier orangefarbene Pfeile eingezeichnet. Das heißt, wenn wir nochmal ein, zwei Swings mehr sehen sollten und es jetzt nicht direkt nach oben ginge, dann hätten wir trotzdem immer noch eine ähnlich gute Ausgangslage, wie wir sie jetzt haben. Denn die Grundaussage wäre die gleiche, nämlich, dass die übergeordnete Hosse sich im Anschluss fortsetzt. Ganz wichtig, der Nasdaq 100, einer derjenigen Indizes, die die Aufwärtsbewegung insgesamt auch angeführt haben am US-Markt. Der hat eigentlich gar kein richtiges zweites Abwärtsbein herausgebildet. Hier haben wir schon in der Stabilisierungsbewegung einen Retest, also einen zweiten Test des letzten Bewegungshochs bei 7.023 Punkten gesehen. Und jetzt haben wir nur einen relativ kleinen Knick nach unten. Das sieht eher aus wie so ein Kräftesammeln vor dem nächsten Ausbruchsversuch nach oben. Also viel eher, als dass wir nochmal hier komplett runtergehen. Und man muss auch hier dazu sagen, dass wir auch in dem Crash-Tief punktgenau die primäre Aufwärtstrendlinie getestet haben. Also hier technisch auch alles sauber. Und diejenigen, die jetzt hier möglicherweise einen Doppeltop schon sehen, da muss ich eine Absage erteilen, denn von den Proportionen her geht dieses Crashbein einfach viel zu tief. Und auch zeitlich gesehen würden mir bei dieser Amplitude die Hochs dann zu eng beieinander stehen. Kommen wir zum einem wichtigen Indikator, der seine Stärken insbesondere in Crash- oder Paniksituationen ausspielen kann, der sogenannte Trin-Arms-Index. Das ist ein volumenadjustierter Marktbreite-Indikator, der immer dann ja, markante Spitzen herausbildet, wenn wir sowas wie Angst oder Panik im Markt haben. Und genau das ist auch jetzt hier passiert im Februar, in den ersten 2 Wochen bis zum 9. Februar. Und da haben wir hier eine Riesenspitze, eine Megaspitze herausgebildet. Und in diesem, ich nenne es einfach mal Echo-Crash, also die Abwärtsbewegung der letzten Woche, da haben wir dann also deutlich niedrigere Spitzen im Indikator herausgebildet. Und das bedeutet also relativ klar, dass hier der Abwärtsdruck aus dem Markt herausweicht. Elliott-technisch gesehen haben wir auch die letzten Wochen immer wieder betont, dass hier im Rahmen der gesamten Hosse, das ist hier der Dow Jones Bullenmarkt ab 2016, dass hier einfach noch die fünfte Welle fehlt im Rahmen dieses Impulses, dieser Impulsbewegung. Und was wir momentan sehen, ist einfach die Welle 4. Ja, also typischerweise als erster Schuss vor dem Bug. Da wird der Markt mal so richtig durchgeschüttelt, aber im Anschluss wird dann eben nochmal der übergeordnete Aufwärtstrend fortgesetzt. Üblicherweise mit neuen Hochs. Und deswegen haben wir hier die fünfte Welle auch auf neue Hochs hier
eingezeichnet. Wir hatten ja ein Kursziel mal genannt von 28.000 plus minus. Das können wir allerdings erst dann genau herausarbeiten, wenn wir wissen oder wenn wir sicher sagen können, in Anführungszeichen, ob die vierte Welle tatsächlich beendet ist oder nicht. Und wir haben hier eben noch ein Alternativszenario, nämlich, dass die Welle 4 sich noch ein bisschen auf der Zeitebene ausdehnt, dass wir hier so ein Dreieck sehen und dass wir dann hier möglicherweise einen etwas höheren Startpunkt haben. Und dann müssten wir auch unser Kursziel der fünften Welle entsprechend anpassen. Von daher möchte ich es einfach mal als grobes Ziel, 28.000, verstanden wissen. Das Feintuning müssen wir dann im nächsten oder gar übernächsten Schritt machen. Dann kommen wir zum Thema Sentiment, also die Investorenstimmung am Markt. Da hatten wir zuletzt eine, sag mal, Euphorie im Markt gesehen und diese Euphorie ist jetzt komplett rausgegangen mit der crashartigen Abwärtsbewegung, hat sich auf ein Normalmaß reduziert. Wir sehen hier die NDR Crowd Sentiment Poll im neutralen Bereich. Insofern hat also durchaus hier eine stimmungstechnische Bereinigung stattgefunden, die also positiv für den weiteren Verlauf zu interpretieren ist. Ein ähnliches Bild haben wir, wenn wir uns den AAII-Indikator angucken. Das ist die Stimmung der US-Privatanleger. Die hat sich auch hier von einem extremen Optimismus zurückgebildet. Und dann haben wir in der Stabilisierungsbewegung nochmal so einen Zacken nach oben gesehen. Und jetzt sind wir zuletzt in der vergangenen Handelswoche wieder abgekippt. Und wir haben damit eigentlich die gleiche Stimmung, die wir zum Crash-Tief hatten. Bloß mit dem Unterschied, dass der Markt jetzt deutlich höher steht. Und also auch das ist dann positiv für den weiteren Verlauf zu interpretieren. Schauen wir uns nochmal ein paar harte Sentiment-Indikatoren an. Hier die CBOE-Put-Call-Ratio in der 5-Tage-Glättung. Da haben wir jetzt auch eine neue Spitze herausgebildet. Sie sehen hier, dass wir so hoch liegen, wie wir die letzten Monate oder die letzten Quartale nicht mehr standen. Das heißt also, hier hat auch wirklich ein Umdenken der Marktteilnehmer stattgefunden. Gibt es Absicherungen, die im Markt liegen. Und wenn wir uns dann den gleichen Indikator nochmal in der 21-Tage-Glättung anschauen, da sehen wir also auch die stärkste Amplitude nach oben der letzten paar Jahre. Also auch hier muss man wirklich sagen, hat es einen relativ deutlichen Stimmungsumschwung gegeben. Also man kann wirklich sagen hier, wenn man sich die letzten Indikatoren, die ich jetzt gezeigt habe, allesamt anschaut, dass hier in dieser Crash-Bewegung, in der Korrekturbewegung eine sentimenttechnische Bereinigung stattgefunden hat. Ja, dann fasse ich nochmal zusammen zum US-Markt. Zum einen, die Korrektur war zwar scharf, sollte aber letzten Endes kurzlebig bleiben und auch zu einer Kaufgelegenheit führen. Sprich, wir sehen eine Einstiegschance, eine Wiedereinstiegschance in den langfristigen Aufwärtstrend, haben eigentlich diese Crash-Bewegung jetzt auch mit dem zweiten Abwärtsbein recht konstruktiv verarbeitet und insofern haben wir also damit zu rechnen, dass wir auf Sicht, sage ich mal, in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten dann mit der Etablierung neuer Allzeithochs in S&P 500 und im Dow zu rechnen haben. Dann komme ich zum europäischen Markt. Zum einen hier der DAX. Da hatten wir auch in den letzten Wochen immer wieder in unseren Dailies geschrieben, dass es mit dieser Erholungsbewegung hier nach den crashartigen Verlusten vermutlich nicht getan sein würde. Haben also nochmal ein weiteres Abwärtsbein erwartet. Das sollte idealtypischerweise bis zum August 2017 tief im Bereich um 11.870 Punkte laufen. Das haben wir jetzt auch bekommen, am Freitag schon einen ersten Test. Und dann heute Morgen stand es ein bisschen auf der Kippe. Wir hatten halt vorbörslich auch schon Indikationen im Bereich um 11.750 Punkte. Also da drohte durchaus nochmal hier ein Unterschreiten. Aber wenn Sie den Tag heute verfolgt haben, dann wissen Sie, dass wir auf Tagestief eröffnet haben und dann eigentlich nur noch nach oben gegangen sind. Die Kerze, die Sie hier sehen, stimmt nicht so ganz, denn wir haben auf Basis Schlusskurs einen noch höheren Kurs, sodass wir sogar ein Bullish Engulfing Pattern in den Kerzen hier haben. Und insofern bestätigt das erstmal hier diese 11.870 Punkte Marke als ganz, ganz wichtige Unterstützung und spricht also dafür, dass wir uns jetzt hier deutlich erholen sollten. Klar ist aber auch, dass der DAX jetzt nicht mehr viel weiter fallen darf, denn sonst würde sich auch gerade im längerfristigen Bild das Ganze eintrüben. Die Basis ist aber da, dass wir eben jetzt nochmal eine Rallye sehen können, denn wenn wir uns die Stimmung im DAX anschauen, hier anhand des Sentix Sentiments, die Umfrage wurde ja am Freitag getätigt, da haben wir also auch einen
einen ganz frischen Pessimismus hier im Markt. Natürlich auch verständlich, weil gerade am Donnerstag und Freitag nochmal eben Verluste eingefahren wurden. Aber dieser Pessimismus, der bedeutet eben auch, dass viele dann auch schon verkauft haben und insofern jetzt nicht mehr den Markt belasten. Ist einfach ein Indikator, der sich antizyklisch interpretieren lässt. Können das hier auch nochmal sehen im letzten Sommer, wo wir auch Spitzen hier nach unten hatten in diesem Indikator. Da haben wir auch in der Regel hier DAX-Tiefs gesehen. Also auch von dieser Seite hier unter diesem Aspekt einfach ein Pluspunkt für den DAX. Ja, wie könnte das nun weitergehen? Nun, wir erwarten eigentlich jetzt den Start einer Rallye. Und diese Rallye, die könnte zunächst einmal in den Bereich um 12.800 Punkte gehen. Da haben wir einen ganz, ganz dicken charttechnischen Widerstand. Denn wir haben ja hier, wie Sie wissen, einen Doppeltop etabliert mit einer, ja, horizontalen bei rund 12.800 Punkten. Und insofern ist zunächst einmal hier bei jeglichem Rallye-Versuch in der Richtung hier der Deckel drauf. Man könnte mit etwas Fantasie natürlich jetzt schon überlegen, ob man nicht hier eventuell einen Kopf-Schulter-Top-Bildungsprozess durchläuft. Ist natürlich noch Zukunftsmusik, klar, und muss der Markt auch noch beweisen. Aber wir haben das erstmal als grobe Blaupause jetzt hier aufgenommen. Möchte ich aber auf keinen Fall als ein Szenario sehen oder verstanden wissen, was in Stein gemeißelt ist. Denn wenn das tatsächlich aufgeht mit der fünften Welle in den USA, dann können wir natürlich auch im DAX nochmal nach oben angreifen. Aber da müssten wir natürlich die 12.800-Punkte-Marke auch wieder nach oben durchbrechen. Und bis dahin ist natürlich ein sehr, sehr weiter Weg. Wenn denn tatsächlich so ein Kopf-Schulter-Formationsprozess abgeschlossen würde, wie weit kann es dann auf der Unterseite gehen? Dann würde man einfach hier hergehen und die Höhe von der Nackenlinie zum Kopf nach unten an die potenzielle Durchbruchsstelle spiegeln. Und dann käme man etwa auf einen DAX-Stand von 10.175 Punkten, der dann auch hier interessanterweise mit dem Start der Trump-Rallye korrespondiert, denn die wurde bekanntermaßen im November 2016 initiiert und die würde dann sozusagen dann zurück auf Null gestellt werden. Ja, dann schauen wir uns nochmal den DAX-Kursindex an. Einfach um auch hier eine bessere internationale Vergleichbarkeit zu haben. Ein Index, wo die Dividenden nicht thesauriert sind, wo eben nur die Kurse mit einfließen. Und hier können wir auch erkennen, dass wir zuletzt uns an einem strategisch wichtigen Widerstand befunden haben. 6.365 Punkte, datiert noch aus dem Jahr 2000 und haben wir hier im Jahr 2015 angetestet und auch hier 2017, 2018. Aber eben nicht nachhaltig überwunden, sind abgeprallt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob sich nicht hier eine stärkere Base auch ergeben kann. Und klar, wenn wir natürlich jetzt es weiter nicht hier schaffen, diesen Widerstand nach oben aufzubrechen, dann könnte das Ganze eben so aussehen. Auch hier nochmal die mögliche Kopf-Schulter-Formation skizziert. Aber ich möchte nochmal betonen, ich möchte auch nicht ausschließen, dass wir hier tatsächlich nochmal in Richtung hochgehen und dann vielleicht von einem höheren Niveau aus dann einen Abwärtsbein starten. Aber wenn wir tatsächlich in eine Bassphase übergehen, dann müsste man sich eben auch Gedanken machen, wie weit es dann nach unten gehen kann. Und hier sieht man das sehr schön in dem DAX-Kursindex, wo dann potenzielle Ziele liegen. Das sind das zum einen hier das Hoch von 2011 und zum anderen die Tiefs von 2014 und 2016. Und übersetzt in den Performance DAX, in den bekannten DAX, würde das bedeuten, dass wir möglicherweise auch dann ja, vierstellig werden. Komme ich zum Schluss noch zum Euro Stoxx 50. Den finde ich momentan nicht so spannend wie den DAX, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da haben wir immerhin hier jetzt das technische Setup, dass wir das Crash-Tief nochmal sauber getestet haben. Also im Gegensatz zum DAX sind wir nicht runtergegangen unter das erste Abwärtsbein, stabilisieren uns hier an der 3.300-Punkte-Marke. Und das spricht eigentlich dafür, dass wir hier nochmal nach oben gehen können und auch hier in Richtung 200-Tage-Linie. Das heißt also 3.530 Punkte in etwa wäre zumindest mal eine Idee hier, dass wir nochmal mit diesem wichtigen gleitenden Durchschnitt ja, ein Wiedersehen haben. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich auch die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und ja, insgesamt finde ich den DAX eben spannender. Dann fasse ich nochmal zusammen für den Aktienmarkt insgesamt. Ja, wir wollten ein weiteres Abwärtsbein sehen. Das haben wir jetzt gesehen in nahezu allen ja, größeren Indizes. In USA natürlich deutlich oberhalb des ersten Crash-Tiefs. Im DAX sind wir ja nochmal runtergegangen.
Aber da haben wir auch das ganz wichtige August 2017 tief behaupten können. Und insofern können wir hier eine mittelfristige Kaufchance erkennen. Wichtig ist im weiteren Verlauf, dass wir natürlich dann jetzt dieses Tief, diese charttechnische Unterstützung weiterhin nachhaltig verteidigen und nicht etwa hier dann darunter gehen, weil dann müssten wir das Szenario natürlich überdenken und hier Alternativen finden. Aber wir gehen davon aus, eben, dass das jetzt aufgeht und dass die Unterstützung hält und dass wir eine relativ lukrative Rallye sehen können. Insgesamt ist es aber so, dass wir aus strategischer Sicht uns schon mit dem Thema Top-Bildungsprozess jetzt dann in den nächsten Wochen und Monaten auseinandersetzen müssen. Wobei ich auch wirklich hier empfehle, immer auf Sicht zu fahren. Und natürlich auch müssen wir ständig unser Szenario, was wir haben, überprüfen, ob das noch gültig ist. Klappern wir natürlich jeden Tag und jede Woche ab und sind natürlich dann in den nächsten Webinaren für Sie dann auch da. Ja, das war's von meiner Seite. Dann gebe ich zurück an dich, Markus. Ja, prima. Danke dir, Armin. Ja, also, wir haben entspannt und spannenden ja, Beitrag jetzt von dir gehört. Und jetzt möchte ich mir erstmal ganz kurz wieder meine Rechte holen, sodass Sie meine Folien wieder auf dem Bildschirm sehen. Bevor ich gleich zur Vorstellung des heutigen Trades komme oder des Trading-Setups, möchte ich diesmal einen kleinen Rückblick starten. Wir haben ja vor 2 Wochen den Dirk und den Armin bei mir oder bei uns im Webinar gehabt. Die Strategie, die wir da angewendet hatten auf den DAX, war eine Short-Strategie mit Hilfe vom Endlos-Turbo. Und ich möchte die nochmal kurz wiederholen, weil wir hätten, gut, manchmal geht es in die richtige Richtung, manchmal natürlich in die falsche, aber aufgrund der vorgestellten ja, technischen Analyse, Linien und Hintergründe, wäre es eben so gewesen, dass diese Strategie voll aufgegangen wäre. Und zwar standen wir vor 2 Wochen noch im DAX bei knapp 12.400 Punkten. Und die Idee war damals zu sagen, okay, aufgrund von charttechnischen Gegebenheiten das Kursziel so auszuloben, dass es in Richtung 11.870 geht eben, damit wir eben das August 2017er Tief wieder erreichen würden. Und das Stop-Loss-Level wurde gesetzt bei knapp 12.650. Das wurde natürlich nicht erreicht. Und heute Morgen haben wir gesehen, vorbörslich waren wir dann nochmal unter den 11.870, bei 11.830 Punkten. Und insofern wäre innerhalb von 2 Wochen diese Strategie sehr, sehr gut aufgegangen. Ja, wie sieht es heute aus? Die heutige Strategie zum DAX sieht genau umgekehrt aus, in andere Richtungen geneigt, und zwar eben eine Long-Strategie. Warum? Wir haben es eben vom Armin gehört. Es ist eben so, dass wir an der Unterstützungslinie abgeprallt sind. Und die Frage ist natürlich jetzt, wer überwiegt, Bullen oder Bären? Und so wie es eben auch dargestellt wurde, könnte es schon möglich sein, weil die Unterstützungslinie schon stark ist, dass die 11.800 bestehen bleiben oder die 11.830 es wieder in Richtung 12.800 Punkte geht. Und deswegen haben wir ihn heute oder habe ich ihn heute eine DAX Long Strategie mitgebracht, Endlos Turbo. Und das möchte ich Ihnen jetzt wieder zeigen mit dem Guidance Desktop, den ich mir jetzt auf den Bildschirm ziehen werde. Ich habe schon mal die verschiedenen Elemente angepasst, sodass Sie es hoffentlich so groß wie möglich auf Ihrem Bildschirm sehen können. Das heißt, unnötige Felder habe ich da mal weggeklickt und vielleicht für Sie nochmal, für den einen oder anderen hier oben links in der Ecke, den entsprechenden Link, wie Sie zu unserer Guidance Desktop-Seite kommen, wo letztendlich die Filterung möglich ist mit Endlos Turbos. Und was eben hier der Fall ist, in dem mittleren Segment kann man dann den Basiswert auswählen. Ich kreise hier gerade mit meinem Cursor so ein bisschen und über dieses Suchfeld, wenn man das anklickt, kann man eben die verschiedenen Basiswerte eingeben. Der DAX ist hier schon ausgewählt und die Aufteilung möchte ich auch ganz kurz nochmal sagen, ist eben hier oben haben wir den Chart, der sich natürlich verändert, je nachdem, was für Parameter ich hier in dem mittleren Feld eingebe. Und das Ganze ist auch farblich sehr gut eben mal aufeinander abgestimmt. Das heißt, wir haben den Einstieg immer mit Blau gewählt. Das ist hier der eine Parameter, den wir gleich eingeben werden, wobei ich das schon vorab mal schon ausprobiert habe. Das sehen Sie hier nur. Ich werde jetzt gleich nochmal den Wert hier ein bisschen aktualisieren, den aktuellen Wert. Und ja, dann das Kursziel, was wir eingeben, das ist die 12.800, die habe ich schon vorab eingestellt. Stop-Loss bei 11.800, sprich leicht unterhalb der Unterstützungslinie.
Und ich werde jetzt einfach, ich glaube, wir waren vorhin bei 12.100 dann knapp. Das gebe ich jetzt hier nochmal ein vorne. Und dann verändert sich der Chart so ein bisschen und die Produkte passen sich auch hier im unteren Segment dann an. Dann hier unten ist das Produkt Universum. Ich fahre das gleich ein bisschen hoch, damit Sie dann auch nochmal die Produktvielfalt hier sehen. Aber bleiben wir erstmal hier oben. Und zwar sehen wir bei der Long-Strategie, dass eben hier das Knockout-Level in rot markiert, ganz unten sich befindet. Der Einstieg hier bei den 12.100 in blau. Und das Kursziel hier für eine Strategie, die nach au ja, eine Aufwärtsstrategie, wie mir einen kleinen Rebound wieder ins Spiel bringen sollte, weil wir eben gesehen haben, wie es heute auch wieder nach oben ging und die Hintergründe, die Armin eben geschildert hatte, würden vermuten lassen, dass es wieder in Richtung 12.800 gehen kann. Insofern eine Long-Strategie hier in grün mit 12.800. Das wäre dann letztendlich das Kursziel. Sie sehen auch sehr schön die Unterschiede oder die Differenz hier, die zwischen den einzelnen Linien herrscht. Und Sie sehen, dass die Differenz zwischen der blauen und der grünen Linie größer ist als die blaue zur roten. Das ist dann wieder das Verhältnis, das Chance-Risiko-Verhältnis, was sich dann hier mit dieser Ausgestaltung attraktiv gestaltet. Und ja, wir haben jetzt die verschiedenen Parameter, wie gesagt, eingegeben. Für diejenigen, die vielleicht neu heute dabei sind oder das noch nicht mitbekommen haben, wie sich dieser Puffer hier hinten ermittelt an der rechten Seite. Es ist eben so, dass diese 10% Puffer, man kann da auch 5 oder 15% einstellen. Je enger ich diesen Puffer setze, desto weniger Produkte werden hier am Ende unten erscheinen, weil es werden nur die Produkte angegeben, die einen Knockout-Level haben, was nicht weiter als hier in dem Fall 10% weg entfernt ist vom Stop-Loss-Level. Das bedeutet, wir gehen hier knapp 10% maximal unter die 11.800 und somit haben Sie dann einfach noch ein bisschen mehr Puffer. Das bedeutet dann allerdings, dass der Hebel kleiner wird. Jetzt versuche ich das Ganze etwas mal nach oben zu ziehen. Und dann sehen Sie schon hier das Produktfeld oder das Universum. Nochmal kurz zusammengefasst auf der linken Seite hier die Produkt-WKNs. Dann die Knockout-Levels, die wir hier haben. Und ja, hier ist eben diese 11.795, ja, das Knockout-Level in dem Schein, was am nächsten dem Stop-Loss hier kommt. Ja, und wenn wir das hier ein bisschen größer ziehen, Sie sollten das gleich sehen, sehen wir in der dritten Spalte dann den Hebel. Und der Hebel ist ganz klar absteigend sortiert. Das bedeutet, wir haben hier oben immer den aggressivsten Schein oder das aggressivste Endlos, den aggressivsten Endlos-Turbo auf dem DAX hier in dem Fall. Und nach unten hin wird es dann, hier sehen wir zum Beispiel eine 46 und je weiter wir runtergehen, desto kleiner wird der Hebel entsprechend. Das heißt, im Prinzip hier haben Sie einen größeren Puffer bis zum Knockout und der Hebel wird dann allerdings auch kleiner nach unten hin. Dann haben wir die Geldbriefspanne, die ist dann hier angegeben und der Einstieg aktuell oder bei 12.100 würde sich das in einen Produkteinstieg transferieren lassen von 3,28. Aktuell quotiert das obere Produkt hier bei 3,78, wenn Sie es kaufen wollten. Kursziel hier dann auch in dem Schein, wenn eben die 12.800 hier erreicht werden würden, dann würde der Schein bei knapp 10,27 € stehen und bei einem Ausnocken hier bei 11.795 in dem Fall wären es noch 27 Cent. Was man vielleicht noch mal kurz erwähnen kann hier können Sie auch mit rumspielen und zwar sind das 10.000 € hier mal vorab eingestellt als Trading-Volumen und da kann man dann immer noch allokieren, wie viel Prozent man jetzt in diesem Produkt allokieren möchte. Hier ist mal 1% oder verteilen möchte 1% vorab eingestellt. Kann man natürlich auch modifizieren, je nachdem, wie man das gewichten möchte. Ja, und das ergibt dann hier eine Positionsgröße von knapp 100 €. Und Sie sehen eben, dass der Gewinn, wenn wir in Richtung 12,8 gehen würden und Sie dann letztendlich in Limits ansetzen und aus dem Produkt rausgehen, 230 € Gewinn machen würden, erwirtschaften würden bei knapp 100 € eingesetzten Kapital hier und ein Verlust eben fast von den ja, knapp 100 €. Chance-Risiko-Verhältnis ist hier angegeben und wenn Sie letztendlich hier auf diesen Kaufbutton drücken, dann haben Sie die Möglichkeit, das Produkt auch zu kaufen direkt und je nachdem, was für einen Broker hier Sie oben einstellen, zeige das Ihnen nochmal, da haben wir den hauseigenen Broker hier erstmal eingestellt, aber es geht natürlich auch über alle anderen Broker, dann
kommen Sie direkt zur Brokerseite, müssten sich einloggen, könnten das Produkt kaufen. Wie gesagt, nochmal zusammenfassend, relativ einfach, weil Sie eben nur drei Parameter eingeben müssen. In Zusammenhang mit der Analyse, die uns eben der Armin geliefert hatte, wäre das die ausgewählte Strategie eine Long-Strategie mit einem Endlos-Turbo. Und Sie haben gesehen, Sie können das hier analysieren, Sie sehen, können sich das charttechnisch anschauen und ganz schnell eingeben. Dann sind Sie schon 0, nichts beim Produkt. Das ist das, was ich Ihnen heute zeigen wollte zur Produktvorstellung. Und jetzt würde ich dann wieder zum zweiten Part abgeben an den Dirk, der dann mit den anderen Asset-Klassen auf Sie einreden wird. Nein, aber der Ihnen da einiges Interessantes vorstellen wird. Und ich glaube, er ist bereit. Ich sehe, die Folien sind schon sichtbar. Und Dirk, ich übergebe an dich. Ja, vielen Dank, Markus. Die Moderatorenrechte habe ich mir genommen. Ich werde jetzt auf Sie einreden. Ich hoffe nicht im negativen Sinne, sondern ein paar ergänzende, sinnvolle Ergänzungen zumindest machen zu dem, was der Armin Ihnen gerade eben schon zum Aktienmarkt gesagt hat. Mein Part, wie immer traditionell hier in dem Webinar, ein Update zum Rentenmarkt, zum Euro gegenüber dem US-Dollar und zu den Rohstoffen Gold und Rohöl. Und wie immer an dieser Stelle beginne ich mit einem Blick auf das politische Umfeld der Finanzmärkte. Und da ist natürlich klar, aktuell bleibt es der Dauerbrenner, wenn Sie so wollen. Für mich ist er zumindest der Dauerbrenner Donald Trump. Und seine Politik ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel zu dem Verständnis, was an Finanzmärkten momentan nicht passiert. Deswegen bringe ich das immer auch gerne bei meinem Part am Anfang, um immer wieder so einen Überblick zu geben, wie er es zu interpretieren ist, wie zumindest die Marktteilnehmer die Politik von Donald Trump interpretieren und dann auch umsetzen. Bisher war es so gewesen, ganz klar im Fokus die US-Steuerreform, die im Dezember als Weihnachtsgeschenk von Trump sozusagen den Marktteilnehmern geschenkt wurde. Die Wirkung konnten wir auch ganz gut sehen. Der Aktienmarkt insbesondere konnte deutlich zulegen. Insbesondere die konjunkturelle Erwartungshaltung ist doch deutlich nach Norden gegangen. Sehr euphorisch teilweise, wie viele Marktteilnehmer gerade die US-Steuerreform aufgenommen haben. Die Zinsen am US-Kapitalmarkt, die sind angestiegen. Für mich ist sehr viel von diesem Konjunkturoptimismus eigentlich schon in den Kursen eingepreist und auch der Armin hat ihn angedeutet für den Aktienmarkt, ja, es gibt nochmal eine gute Chance, vielleicht eine fünfte Welle nach oben zu machen, aber tendenziell, und das hat er auch gesagt, für den Aktienmarkt im Fokus bleibt es hier, gewisse Top-Bildungsprozesse recht frühzeitig zu erkennen. USA sind wir weit davon entfernt, Europa ist es eine andere Geschichte, aber wie gesagt, USA, es ist nur ein stärkerer Einbruch gewesen im Aktienmarkt und noch nicht der entscheidende Top-Bildungsprozess, zumindest das ist unsere Auffassung. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Und zwei Punkte möchte ich jetzt hier in diesem Rahmen im Anfang hervorheben. Einmal eine neue Qualität, die mit American First von Donald Trump in die Märkte jetzt reingebracht würde, mit den US-Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte, die angekündigt wurden. Wenn hier ein globaler Handelskrieg ausbricht und das kann mehr oder weniger ja sehr stark dazu führen, dass dieser Konjunkturoptimismus einen deutlichen Dämpfer erhält. Man darf nicht vergessen, dass neben diesem neuen Problem eines potenziellen Handelskriegs ja auch im Hintergrund der neue FED-Zentralbankchef Jerome Powell steckt, der eigentlich dieses Jahr noch gerne drei Zinserhöhungen durchführen möchte. Auch das eher mal dämpfend und sollte diese ganze Euphorie, die im Markt jetzt schon drin ist, eher mal ja, problematisch zu beobachten sein. Also Sie sehen, für mich ist hier schon vieles Positive eingepreist und man muss schauen, wie die gesamten Finanzmärkte auf diesen Optimismus in der Konjunkturaussicht reagieren, wenn diese optimistische Ausblick ein bisschen, ja, sage ich mal, nach unten gefahren wird. Und starten will ich mit meinem Part, mit dem Rentenmarkt. Die Entwicklung der 10-jährigen Anleihen sind hier im Fokus und am Anfang möchte ich auch hier mit den US-amerikanischen Zinssätzen. Auch diese Grafik hatte ich schon häufiger hier in diesem Webinar mit dabei. Einmal blau, der US-amerikanische 10-Jahres-Zinssatz und orange demgegenüber
Der MSCI Base Metal Index, das ist ein Rohstoffpreisindex, und zwar hier insbesondere zusammengefasst nur die NE-Metalle, also Aluminium, Kupfer, Zinn und Zink. Das sind die Rohstoffe, die sehr stark an der weltkonjunkturellen Entwicklung dranhängen. Und Sie sehen, ich habe das hier mal auch farblich ein bisschen hervorgehoben, seitdem bekannt wurde, dass der neue US-Präsident Donald Trump heißt, gibt es nur eine Richtung, einmal von den Rohstoffpreisen, von diesen konjunktursensiblen Rohstoffpreisen und natürlich auch von dem Zinssatz sehr deutlich jetzt nach oben, gerade mit der Steuerreform, die verabschiedet wurde im Dezember, auch hier ein Impuls Richtung Norden. Also die Inflationierung ist doch eher, spricht dafür, dass wir weiterhin noch davon ausgehen müssen, strategisch, dass die Zinssätze steigen. Also für mich ganz, ganz wichtig im strategischen Kontext, fallende Zinssätze sollten mittelfristig nur zusammenkommen, wenn wirklich grünes Licht von den Rohstoffpreisen zu erkennen ist. Aktuell ist noch eine, ja, ein deutlicher Rückgang von den Rohstoffpreisen noch nicht abzuleiten. Von daher ist der Druck steigende Zinssätze noch weiter gegeben. Das habe ich Ihnen auch die letzten Male genannt. Für mich die erste Zielmarke für die steigenden Zinssätze der letzten Wochen ist die 3%-Marke. Wir sind knapp unten drunter, so etwa 2,95 war so das Hoch gewesen, was wir in den letzten Handelstagen herausgebildet haben. Für mich steht jetzt zumindest mal so ein Luftholen auf der Agenda, inwiefern wirklich hier eine Konsolidierungsbewegung mit 40 Basispunkten einhergeht in den USA. Da müssen wir mal abwarten, aber tendenziell erwarte ich nicht, dass wir hier diese 3%-Marke nach oben so markant nach oben nehmen. Und das färbt natürlich auch für den Ausblick für die Anleihen, 10-Jahres-Anleihen in Deutschland ab. Und hier, auch hier ist mehr oder weniger mein Kursziel erreicht worden. Sie sehen das auf Basis der letzten Konsolidierung, die wir im vergangenen Jahr hier herausgebildet haben, hatten wir eigentlich ein Kurspotenzial bis 0,78% bei den 10-Jahres-Zinssätzen in Deutschland. Dieses wurde mehr oder weniger in den letzten Wochen erreicht. Und wir sehen, dass seitdem eigentlich jetzt hier in Euroland, in Deutschland insbesondere, die Zinsen runterkommen, die Kurse also bei den Anleihen steigen. Ich hatte eigentlich eine Konsolidierungsbewegung erwartet bis 0,6%. Muss allerdings sagen, wenn hier tatsächlich eine Pullback-Bewegung in Richtung 2,6% in den Vereinigten Staaten vonstatten geht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch nochmal schärfer nach unten laufen, vielleicht sogar im Bereich bis 0,49, also knapp 0,5% hier in diesen Bereich reinlaufen. Das wäre zumindest 1:1, wenn wir das umsetzen könnten, was in den USA als Konsolidierungsbewegung zu erwarten ist. Also Sie sehen hier so ein bisschen auch, das, was wir in den vergangenen Handelstagen gesehen haben, gerade in den USA, Liquidität geht eher raus aus dem Aktienmarkt und geht aber auch raus aus dem Rentenmarkt. Und das sollte sich gerade bei der Stabilisierung, die am Aktienmarkt der Armin ja auch prognostiziert hat, sollte sich dann auch niederschlagen in fallende Zinssätze und steigende Kurse bei den Anleihen, bei den 10-Jahres-Anleihen. Komme ich zur Währung, zum Euro gegenüber den US-Dollar. Und auch das habe ich in den vergangenen Webinaren hier an dieser Stelle auch schon erwähnt. Wir haben es hier mit einem ganz, ganz besonderen Ansatz zu tun. Wir sehen, ja, sage ich mal, Zusammenhänge in der Vergangenheit, die momentan nicht so ein bisschen aus dem Ruder laufen. Und deswegen für mich eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die sich hier andeutet. Aus dem Ruder laufen alte Zusammenhänge, zum einen die Zinsspanne. Also normalerweise läuft tendenziell, zumindest mittelfristig, eine Währung immer in Richtung der Zinsspanne. Und Sie sehen das, ich habe es mal hier abgetragen, orange der Euro gegenüber dem US-Dollar und blau, das ist die Zinsspanne, und zwar zwischen den deutschen 10-Jahres-Zinssätzen und den US-amerikanischen 10-Jahres-Zinssätzen. Und Sie sehen in den letzten Monaten eigentlich einen Strich nach unten. Das heißt, in den USA steigen die Zinsen deutlich stärker an als in Deutschland. Und Sie sehen gerade in den letzten, ja, seit Anfang des Jahres eigentlich, haben wir tendenziell einen festen Euro gegenüber dem US-Dollar, obwohl eigentlich die Zinsspreads, die Zinsspanne zugunsten des US-Dollars läuft. Und das ist eine Besonderheit, die schon hervorzuheben ist. Wir müssen schauen, inwiefern hier auch eine gewisse Übertreibung sich darstellt und die auch dann kompensiert werden muss. Aber wie gesagt, das ist ein Phänomen, was sehr interessant ist, passt auch zu dem, zur Beobachtung, dass wir eigentlich, seitdem bekannt wird, dass der neue US-Präsident Donald Trump heißt, wir tendenziell einfach fast wie einen Strich nach oben einen schwachen US-Dollar haben, einen festen Euro, und das auch gleichzeitig, ich habe das Orange hier nochmal mitgebracht,
obwohl die FED viermal die Zinsen erhöht hat, tendenziell ist das eigentlich auch ein Stärkezeichen für die Währung, dass die, wo die Zinsen erhöht werden von der Zentralbank, dass dort auch tendenziell die Währung etwas fester tendieren sollte. Alles das stimmt nicht mehr. Sie sehen, diese alten fundamentalen Zusammenhänge sind so ein bisschen hier aus der Wirkung genommen worden und unter diesem Aspekt ganz, ganz spannend zu sehen, wie hier wirklich sich weiter dieser, sage ich mal, politische Impuls über Trump, der für einen schwachen US-Dollar spricht, sich weiter fortsetzt. Und unter diesem Aspekt müssen wir auch die charttechnische Situation betrachten. Sie sehen, dieser Trump-Impuls beim Euro, dem positiven oder beim schwachen US-Dollar, der hat uns eigentlich in den letzten Wochen schon in diesen Bereich meiner strategischen Zielmarke gebracht, bis 1,2560. Das ist der Bereich, den wir ableiten können auf Basis der, ja, des Bodenbildungsprozesses, den wir 2015 bis 2016 hier herausgebildet haben, der ja positiv aufgelöst wurde. Und dieses 161,6% Fibonacci Retracement dieses gesamten Bodenbildungsprozesses, der wurde in den letzten Wochen also erreicht. Und wir sehen jetzt auch hier die erste Konsolidierungsbewegung bisher, nur eine Konsolidierungsbewegung. Ganz interessant auch hier diese längerfristig abwärts gerichtete Trendlinie. Sie sehen, wie wichtig dieser charttechnische Widerstandsbereich ist, um auch nochmal strategisch gegebenenfalls einen Impuls zu setzen. Bisher zeigt er hier Wirkung, das heißt im negativen Sinne, der fällt ab. Aber wir müssen halt schauen in den nächsten Wochen, inwiefern es doch hier gelingt, hier ein Stärkesignal zu setzen. Und das wäre auch strategisch nochmal ein richtiges bullisches Zeichen für den Euro gegenüber dem US-Dollar. Kurzfristig haben wir so ein bisschen Unterstützung. Es ist ein gewisser Pessimismus abzuleiten von Seiten der Marktteilnehmer im kurzfristigen Bereich vom Sentix bei der Befragung der Marktteilnehmer zu erkennen, als auch, das ist die rechte Grafik, im strategischen Bereich, wo hier ein hoher Pessimismus drin ist. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses, ja, Doppeltop, was sich hier so ein bisschen charttechnisch abzeichnet, dass sie hier gar nicht nach unten durchgeleitet wird. Also Sie sehen eigentlich, wir haben hier eine charttechnische Bestätigung in diesem längerfristigen Kontext auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sehen wir hier so einen Doppeltop, der durchaus, wenn wir nach unten gehen, die 1,22 eine ganz, ganz wichtige charttechnische Unterstützung durchaus nochmal Kursrisiken bis 1,1850 heraufbeschwören würde, wenn wir hier wirklich nachhaltig runterlaufen sollten. Aber Sentiment deutet doch nochmal an, dass wir in Richtung 1,25 eine Bewegung machen. Inwiefern wir dann hier eine Rechtsex-Konsolidierungsformation oder eine vielleicht einen Top-Bildungsprozess uns mittendrin befinden, ist momentan sehr spekulativ. Ich würde auf Sicht fahren und mir genau charttechnisch anschauen, inwiefern wir es schaffen, inwiefern wir das Risiko haben, einmal die 1,22 nach unten zu nehmen. Das würde eine Bewegung in Richtung 1,1850, in Richtung der 200-Tage-Linie heraufbeschwören. Oder aber, inwiefern wir wirklich es schaffen, diesen charttechnischen Widerstand herauszunehmen. Ich tendiere eher dazu, dass wir momentan nicht eine leichte Erholung sehen, aber 1,25 nochmal, sage ich mal, nicht drüber hinausgehen sollten und dann eine Bewegung in Richtung 200-Tage-Linie generieren sollten. Also ganz, ganz spannende Situation, gerade bei der Währung. Und denkt mich mal, es hängt sehr, sehr viel zusammen, wie auch das gesamte politische Umfeld interpretiert wird, inwiefern wirklich hier ein Handelskrieg vonstatten geht. Und das färbt natürlich auch stark auf die Währung ab. Und wenn ich das zur Währung sage, bin ich schon fast bei den Rohstoffen und insbesondere beim Goldpreis. Hier habe ich mehr oder weniger Ihnen mal mitgebracht, die Kursentwicklung vom Goldpreis im Verhältnis zum US-Dollar, auch hier auf Basis vom Euro gegenüber dem US-Dollar. Und Sie sehen also gerade in den letzten Wochen eine 1:1-Entwicklung. Ein fester Euro führt dazu, dass auch gleichzeitig der Goldpreis, der ja in US-Dollar gefixt wird, nach Norden steigt, und ein schwacher Euro führt dazu, dass dann einfach auch der Goldpreis unter Druck gerät. Und deswegen auch hier, zumindest charttechnisch, sieht man das sehr schön, so ein Doppeltop, was man hier ableiten kann. Ganz, ganz wichtig, der Widerstand zwischen 1360 und 1370, der wurde auch in den letzten Handelstagen bestätigt. Ein ganz, ganz wichtiger Widerstand, ich werde es gleich Ihnen nochmal aufzeigen. Auch hier, wie gesagt, ein Doppeltop, das Risiko, wenn wir unter die 1310 US-Dollar pro Unze fallen, dass wir durchaus hier nochmal nach unten durchgereicht werden bis 1250 US-Dollar pro Unze.
Das würde passen zu dem Szenario, wenn wirklich der Euro unter die 1,22 fallen würde. Also das wäre dann 1:1 genau das, was wir dann beim Goldpreis ableiten können. Stimmung ist weiterhin positiv, da brauche ich gar nicht groß drauf eingehen. Ich habe ja in den letzten Webinaren immer wieder darauf hingewiesen, dass gerade der strategische Optimismus in Gold alles andere als gerechtfertigt ist, gerade für denjenigen, der im Euro investiert ist. Und der hat dann sogar Geld verloren mit Gold in den letzten Jahren. Und unter diesem Aspekt ist es natürlich weiterhin strategisch ein großes Problem, besonders positiv für Gold zu sein. Aber, und das ist ganz, ganz wesentlich, dieser Bereich 1360, 1370 US-Dollar pro Unze, der ist als charttechnischer Widerstand gerade im strategischen Bereich ein ganz, ganz wichtiger. Ich habe Ihnen nochmal hier das langfristige Chartbild von Gold mitgebracht. Und wenn wir es schaffen sollten, gerade auch vielleicht mit auf Basis, dass der Euro nochmal ein Stärkesignal aussendet, dann wir über diesen Widerstand hinausgehen sollten, das wäre wirklich ein klares Signal, dass ein Bodenbildungsprozess, der sich über Jahre hier etabliert hat, erfolgreich abgeschlossen wurde. Und das wäre für mich auch ein Zeichen, dass ich meine etwas vorsichtige Haltung gegenüber Gold aufgebe und dann auch hier strategisch ganz klar Gold als Kauf bezeichnen würde. Aktuell, wie gesagt, wurde dieser Widerstand nochmal bestätigt und unter diesem Aspekt bleibt es dabei. Ich bin hier vorsichtig und glaube sogar, wenn wir hier unter die 1310 US-Dollar pro Unze laufen, dass wir dann nochmal deutlicher nach unten laufen sollten. Als letztes dann noch ein Blick auf Rohöl. Dort habe ich Ihnen ja auch gesagt bei den letzten Webinaren, dass wir bereits Ende des Jahres eine Kopf-Schulter-Trendumkehrformation herausgebildet haben. Hier oben so eine kleine sozusagen hat sich hier etabliert. Die aufwärtsgerichtete Trendlinie wurde nach unten genommen. Wir haben so ein bisschen sogar den Bereich 61 US-Dollar pro Barrel erreicht bei der Brent-Marke. Und ja, mittlerweile hat sich hier so eine Erholungsbewegung angedeutet, die als Flaggenkonsolidierung zu interpretieren ist. Ganz, ganz wichtig, der charttechnische Widerstand bei 68 US-Dollar pro Barrel ist bestätigt worden. Wir sind wieder nach unten abgerauscht und momentan versuchen wir wieder eine Stabilisierung. Ganz interessant, normalerweise so eine Flaggenkonsolidierung würde bedeuten, dass wir hier richtig massiv nach unten durchgereicht werden, nochmal mindestens die 61 US-Dollar pro Barrel testen sollten. Jedoch ganz interessant, wenn wir uns das Stimmungsbild anschauen, hier habe ich mal mitgebracht Ihnen von Sentix die Stimmungsumfrage vom vergangenen Freitag, die zeigt doch an, dass wir einen hohen Pessimismus im kurzfristigen Bereich als auch im strategischen Bereich haben. Und das lässt darauf vermuten, dass wir jetzt mindestens nochmal eine Pullback-Bewegung an diese 68 US-Dollar sehen sollten, bevor dann gegebenenfalls der nächste Impuls nach unten geht. Denn Sie wissen, ich habe so ein bisschen ein strategisches Problem, ebenfalls wie die Marktmehrheit der Marktteilnehmer, dass wir gegebenenfalls einen neuen negativen Fracking-Impuls herausbilden. Wir haben, wenn wir dieses längerfristige Chartbild vom Rohöl uns anschauen, eigentlich hier das Potenzial, eine sogenannte Bullenfalle herauszubilden. Und das würde nochmal deutlichere Kursrisiken bedeuten. Viele Marktteilnehmer gehen davon aus, dass wir durchaus halt nochmal einen zweiten negativen Fracking-Impuls bekommen. Die US-Amerikaner haben ja ihre Fracking-Aktivitäten nochmal deutlich ausgeweitet. Und wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer hier wirklich auch einen Schock sieht für den Rohölpreis, ja, dann werden wir nochmal nach unten durchgereicht. Momentan nicht, wie gesagt, sehe ich nochmal eine gute Chance, zumindest für einen Test des charttechnischen Widerstands bei 68 US-Dollar. Der ist übrigens natürlich auch in diesem längerfristigen Kontext als wichtig zu erachten. Aber wie gesagt, danach sollte dann eigentlich, wenn das hier eine Bullenfalle sich darstellt als eine Bullenfalle, dann sollten nochmal deutlichere Kursrisiken nach unten sich anbahnen. Strategisch zumindest bleibe ich dabei, bin ich alles andere als positiv für den Rohölpreis gestimmt. Ja, wieder viele Informationen von meiner Seite. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Mir hat es wie immer viel Spaß gemacht und darf dann auch wieder die letzten Worte an Markus richten. Vielen Dank und tschüss.
Ja, da sind wir schon am letzten Tagespunkt angekommen und ja, die Stunde ging vorbei, wie im Flug für mich zumindest. Das geht doch schon relativ schnell immer. 50 Minuten haben wir gebraucht oder sind wir durchgekommen. Ich möchte Ihnen jetzt noch den letzten Tagespunkt zeigen und zwar, was Sie nächste Woche erwartet. Ich könnte es Ihnen eigentlich nur so sagen, aber ich möchte es Ihnen auch bildlich zeigen und sobald Sie meinen Bildschirm wieder sehen, sehen Sie, dass in der kommenden Woche das Trading-Team oder die Trading-Gruppe 2.0 wieder bei uns zu Gast ist. Mein Kollege Falco Block wird dann das Ruder übernehmen und führt sie durchs Webinar. Und ja, die Kollegen von der Trading-Gruppe 2.0 werden eben wieder die Märkte analysieren nach ihrem ja, altbewährten Schema. Und ja, wir würden uns freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit von der Partie sind. Ich möchte mich heute Abend ganz herzlich bedanken, dass Sie uns zugehört haben. Und dass der Dirk und der Armin uns zur Verfügung standen und uns ja, spannende Hintergrundinformationen gegeben haben, ein Update vom Markt. Und ja, ich danke euch ganz herzlich dafür. Ja, wird uns freuen, wenn Sie nächste Woche wieder von der Partie sind. Und ich sage einfach nur Tschüss und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Natürlich weiterhin ein glückliches Händchen beim Traden und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Machen Sie es gut.